Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe inzwischen meinen Sawyer Mini ausgemustert und ich werde mir auch keinen neuen mehr zulegen. Ich habe ihn deswegen ausgemustert, weil A, mich inzwischen ein paar Dinge an dem Ding stören und B, ich nicht mehr weiß, ob er überhaupt noch funktioniert hat. Kann man nichts mit Sicherheit sagen. Und jetzt möchte ich mal so formulieren. Ich kann euch jetzt nennen, was ich an dem Teil nicht mehr mag, nicht mehr mag, beziehungsweise im Laufe der Jahre festgestellt habe, was für Nachteile der jetzt doch mit sich bringt, beziehungsweise was man beachten muss für den korrekten Einsatz von dem Ding. Und dann kann ich euch theoretisch jeweils auch sagen, die Lösung für das entsprechende Problem. Das heißt, man kann den schon als einen alleinigen Wasserfilter ein ganzes Leben lang theoretisch verwenden. Wenn man das möchte, dann muss man einen gewissen Aufwand dafür betreiben und man muss sehr vorsichtig mit dem Ding umgehen. Und für mich ist mir das zu viel Aufwand. Das ist mir zu viel, da musst du hier aufpassen, da musst du da aufpassen und so weiter und so fort. Da möchte ich gerne lieber in Zukunft eine andere Art und Weise der Wasseraufbereitung verwenden. Welche? Da muss ich mich nochmal ein bisschen schlau machen. Da nerve ich euch dann wieder mit, wenn es soweit ist. Fürs Erste habe ich jetzt einfach nur mal beschlossen, okay, den da würde ich wahrscheinlich ausmustern wollen. Das heißt, ich habe jetzt aktuell tatsächlich keinen Wasserfilter. Bei all dem Gerümpel, der da hinten rumsteht, einen Wasserfilter habe ich jetzt nicht mehr. Kann ich aber ganz gut mit leben. Ich habe nämlich noch Mikropur und grundsätzlich, da wo ich meistens unterwegs bin, habe ich mir inzwischen angewöhnt, ohnehin einfach so aus dem Bach zu saufen. Da muss ich nichts mehr filtern. Und abkochen gibt es ja auch noch. Abkochen wird ja generell einfach unterschätzt. Abkochen hilft gegen alles. Abkochen kann man immer. Da braucht man nicht mal Ausrüstung für, außer vielleicht einen Topf. Und selbst den braucht man nicht mal unbedingt. Da gibt es ja noch Survival-Lösungen für. Abkochen wird bei mir immer beliebter. Der Energieaufwand, der ist halt natürlich eben entsprechend gegeben. Aber in einer wirklichen Notsituation weiß ich nicht, ob ich da immer einen Wasserfilter dabei hätte. Abkochen kann ich dann immer. Deswegen werde ich das mal noch ein bisschen mehr üben, mir dazu diesbezüglich noch ein paar Gedanken machen. Okay, aber zurück zu diesem Filter. Ich nenne euch jetzt die Dinge, die ich festgestellt habe, die gar nicht so einfach sind. Dann sage ich euch die Lösung, wie man das Problem beheben kann und sage euch, warum ich das Problem trotzdem doof finde und für mich persönlich beschlossen habe, nee, mich stört das zu sehr. Okay, Punkt Nummer 1. Der verstopft sehr schnell, wenn man was anderes als sehr, sehr, sehr klares Wasser filtert. Filtert man nur sehr klares Wasser, hat man nie Probleme mit dem Ding und dann wird man auch super glücklich damit. Das war bei mir in der Anfangsphase auch so, bis ich halt mit dem Teil dann eben ein bisschen woanders hingegangen bin, wo es dann Wasser gab, das nicht sehr klar war, das ich dann filtern wollte, was ich auch getan habe und habe dann festgestellt, ja, da kannst du, ja, Wasser, kriegst du dann 300 Milliliter durch und dann ist das Ding verstopft. Je nach Wasser natürlich. Ist blöd. Jetzt folgendes. Ein solcher Wasserfilter, das gilt für jeden anderen Wasserfilter, auch ein 200 € Katadyn-Wasserfilter, verstopft irgendwann. Den kann man dann sauber machen. Bis zu einem gewissen Grad. Irgendwann ist das Filterelement bei einem Katadyn da tatsächlich eben verstopft. Das wird auch hier irgendwann mit Sicherheit der Fall sein. In der Praxis gehe ich nicht davon aus, dass man damit auch ein bisschen schmutzigeres Wasser filtert, das wirklich für keine Ahnung, wie viele 100.000 Liter funktioniert. Wie dem auch sei, was macht man, wenn der jetzt hier verstopft ist? Man holt, nimmt die entsprechende Spritze, die man hoffentlich auch dabei hat. Und mit dem bisher gefilterten Wasser kann man den ja rückspülen. Das ist allgemein bekannt, das muss ich niemandem erzählen, das wird jetzt niemandem überraschen. Gut. Dann funktioniert er wieder, dann kannst du wieder ein paar 100 Milliliter Wasser filtern und dann kannst du wieder rückspülen. Das Dumme ist jetzt, dass die Menge, die man da vorher gefiltert hat, zum Teil ungefähr dem entspricht, was man braucht, um ihn wieder zurückzuspülen. Das heißt, es ist halt irgendwie ein etwas blödes Geschäft und man kriegt nur sehr, sehr langsam Wasser zusammen und ist ständig am Rückspülen. Das Ganze dauert eine Weile. Jetzt kann man sagen, ja gut, aber wenn ich in einer Survival-Situation bin, dann sind 100 Milliliter Wasser ja auch wesentlich entscheidend. Und ob ich eine Stunde brauche, um mir einen Liter zusammenzufiltern, ist in dem Fall ja dann auch nicht so wichtig. Das ist richtig, definitiv. Man könnte also schon sagen, okay, selbst bei so super verschmutztem Wasser kann ich mir mit einem Sawyer Mini behelfen. Stimmt ja auch. So.
Außerdem, das muss man ja auch beachten, man ist ja nicht gezwungen, super verschmutztes Wasser zu filtern im Regelfall, sondern man kann das ja vorfiltern. Und wenn es nur durch ein T-Shirt oder eine Socke ist, zumindest ein bisschen Dreck bleibt dann in T-Shirt oder Socke entsprechend hängen. Und noch besser, man wickelt sich hier einfach drum, zum Mitnehmen zwei Kaffeefilter zum Beispiel. Oder macht dann noch eine kleine Plastikfolie drum, damit die dann nicht so nass werden. Die sind ja relativ feuchtempfindlich. Und schon hat man zwei Vorfilter dabei. Problem gelöst. Aber das generelle Problem des Verstopfens von so einem Filter bleibt halt eben nun mal bestehen. Und dann muss man auch noch diese Tülle hier, Spritze dabei haben, um das dann eben entsprechend rückzuspülen. Und damit funktioniert ein Gedanke, den ich ursprünglich beim Kauf von diesem Filter hatte, nicht mehr. Nämlich, ich brauche nur diesen Filter. Und die Spritze kann ich daheim lassen, die muss ich nur alle paar Wochen mal ein bisschen rückspülen, so hin und wieder mal so ein bisschen Wartung machen und so weiter. Das funktioniert aber wirklich nur, solange man wirklich absolut klares Wasser, das eh Trinkwasser ist, hier durchflutschen lässt. Ne? Sobald da mal ein bisschen Dreck reinkommt, muss man diese Spritze unbedingt mitnehmen, da man nie weiß, ob man es mit dreckigem Wasser zu tun haben wird oder nicht, muss man die Spritze quasi immer mitnehmen und das der Gedanke des Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Wasserfilters ist damit dann schon nicht mehr ganz so mini. Leicht ist er immer noch. Immer noch prima, aber diese Spritze, die mich persönlich stört, die dann schon wieder. An dem Punkt bin ich doch jetzt wirklich vom Packmaß her und auch vom Gewicht nochmal deutlich leichter, wenn ich sage, ich nehme ein paar Mikropur-Tabletten mit. Zum Beispiel Mikropur-Tabletten. Ja, muss jetzt nicht unbedingt diese sein. Okay, aber das war die erste Sache. Kann man sich behelfen? Ist alles lösbar? Mich persönlich nervt. Zweite Sache. Wenn das Teil mal ein bisschen verstopft und jetzt ist man ein ungeduldiger Mensch in dieser Hinsicht, so wie ich, der seine Ausrüstung gerne manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt, ein bisschen, jetzt nicht zu sehr, aber ein bisschen zumindest, dann drückt man halt mit mehr Druck, wenn da weniger Wasser durchkommt. Und wenn da noch weniger Wasser durchkommt, dann drückt man mit noch mehr Druck. Und sobald man das gemacht hat, kann man sich nicht mehr 100%ig sicher sein, ob bei diesem Druck nicht vielleicht ein einzelnes dieses Dingerchen hier jetzt vielleicht gerissen ist. Und eventuell reicht das dann schon aus, dass wir einen Bypass, Zitat nach Johannes Vogel, in dem Filter bekommen. Zum Beispiel, wenn jetzt hier so einer ausreißen würde, ne? Also komplett da hinten aus der Verankerung. Dann hätten wir da ein winzig kleines Loch. Und so klein ist das gar nicht mal, weil die sind gar nicht mal so dünn, diese einzelnen Fasern, wo dann ein Tropfen auf einen Liter nach wie vor kontaminiertes Wasser wäre. Also wir hätten kein 100%ig mehr gefiltertes Wasser. Je nachdem, was da jetzt drin ist, ein Krankheitserreger, lassen wir unseren Wasserweide stehen, weil wir trinken ja nicht einen Liter auf Ex, also vielleicht schon, aber dann nehmen wir noch einen zweiten Liter mit. Und der zweite Liter, den wir mitnehmen, ist ein Problem, weil aus einem Tropfen noch mit Bakterien kontaminiertem Wasser kann sich wirklich innerhalb kürzester Zeit, insbesondere wenn es warm ist, wieder eine wunderbare Bakterienflora im kompletten Wasser eben entsprechend ausbreiten. Und das reicht dann dicke, um krank zu werden, sofern überhaupt pathogene Keime im Wasser enthalten waren. Also der Wasserfilter ist unter Umständen nicht mehr sicher. Und ich kann das nicht überprüfen. Ich kann das nicht feststellen. Ich kann nur raten. Ich kann entweder vertrauen, der wird schon gehalten haben, oder ich muss ihn austauschen. Und diese fehlende Kontrollmöglichkeit, die stört mich sehr. Ne? Das Gleiche, nächster Punkt, haben wir im Winter das Problem. Weil wenn das Ding im Winter genützt wird, dann ist es danach zumindest noch ausreichend feucht, um im Fall eines Gefrierens kaputt zu gehen. Im Idealfall gefriert er und der ganze Wasserfilter wird gesprengt. Dann sieht man wenigstens, dass er kaputt ist. Wenn es dumm läuft, geht aber nur irgendwie wieder so eine Kleinigkeit kaputt. Irgendein winziges, ein winziges Härchen. Ne? Und man merkt es nicht. Und man muss dann quasi beim Verdacht auf, der Filter könnte eventuell gefroren sein, ihn auch schon wieder austauschen, weil man es nicht kontrollieren kann, ob er denn nun kaputt ist oder nicht. Ne? Wasser fließt nach wie vor durch, ob es verkeimt ist oder nicht, kannst du so nicht feststellen, es sei denn, du hast ein kleines Biolabor zu Hause oder sparst dir ein Biolabor zu improvisieren. Aber dafür sind die Dinger dann doch zu billig, als dass man jetzt anfängt, sich ein Biolabor zu bauen, nur um zu testen, ob sein einer Sawyer Mini jetzt noch funktionsfähig ist oder nicht. Also man kann das auch übertreiben. Aber wer das machen möchte, der darf auch das tun. Ist alles kein Problem. Außerdem
die Handhabung im Winter von dem Ding erfordert halt, dass man ihn ständig am Körper trägt und nachts mit in den Schlafsack nimmt. Mich nervt das. Ich will keinen Kuschelgegenstand im Winter dabei haben, mit dem ich ständig kuscheln muss, damit mir der nicht gefriert. Ich will im Winter Zeug dabei haben, bei dem ich weiß, okay, wenn es gefriert, ja gut, entweder kann es nicht gefrieren oder wenn es gefriert, dann passiert nichts Schlimmes. Oder es ist zumindest einfach nur ein bisschen nervig oder ein bisschen witzig, wenn es gefriert. Meinetwegen eben die Wasserflasche. Wenn die durchfriert, dann kannst du halt nicht mehr so einfach aus deiner Wasserflasche trinken. Dann musst du halt erst, musst du halt dran nuckeln, so Späße. Oder die dann halt mal kurzfristig unter die Jacke stecken, damit da wieder was auftauchen kann. Und solche Sachen. Ne? Also da gibt es Möglichkeiten, aber es geht zumindest mal nicht kaputt. Und das ist für mich, wie gesagt, wieder ein sehr, sehr, sehr störender Faktor und das ewig mit mir rumschleppen und mit dem Schlafsack mitnehmen und so weiter. Klar kann man das machen, es gibt sicher Leute, die sagen, oh, das macht mir nichts, mache ich trotzdem, dann ist in Ordnung, mich stört's. So, jetzt machen wir mal hier das ganze Gewusel mal raus. Da bin ich jetzt mal, das ist jetzt interessant. Aha. Also, nach rausziehen sieht so aus. Und das ist jetzt wirklich dahingehend interessant, dass man hier auch eine gewisse Verfärbung und ein bisschen Dreck erkennen kann. Und ich habe den rückgespült. Ich habe den immer schön fleißig rückgespült, vielleicht nicht fleißig genug, vielleicht muss man da wirklich absolut vorbildlich super fleißig sein. Aber das ist nicht hundertprozentig sauber. Jetzt hier oben am Fasereingang, hier sitzt wirklich ein bisschen Dreck, den man dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr rückspülen kann. Also der hat sich, denke ich jetzt schon, da wirklich so verfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den dann nochmal rausgespült bekommt. Weiß nicht, wie viel man da spülen müsste, um diese einzelnen kleinen Partikelchen da rauszukriegen. Und ja, ne? Also zum Thema paar hunderttausend Liter kann man damit filtern. Ne? Also es ist ja immer noch nicht schlimm. Und wenn man bedenkt, was das Ding kostet, ja gut, dann kauft man sich halt irgendwann mal einen neuen. Ist ja alles... riecht auch muffig. Ja, also da fängt wahrscheinlich schon eine gewisse Pilzbildung langsam an. Die kann man vielleicht noch nicht sehen, aber man kann sie erriechen. Und da habe ich es. Also ist auf jeden Fall richtig, den auszutauschen. Ja, gut. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Behandelt man das Teil immer unglaublich pfleglich und geht da ganz super sorgsam mit um, dann hält er bestimmt auch 20 Jahre. Theoretisch wäre das alles denkbar. Aber ist man da halt eben nicht zu in der Lage oder hat da keine Lust zu oder was auch immer, dann ist das jedenfalls nicht eine Wasserfiltermethode für die Ewigkeit. Ich glaube, ich werde jetzt mal auf jeden Fall ausprobieren, einen Steripen oder irgend sowas in der Richtung. Also eine kleine UV-Lampe mit einer dazugehörigen Spezialflasche, eine sehr starke UV-Lampe, die man halt eben entsprechend dann auch mit Strom betreibt. Der große Nachteil dieser Wasserfiltermethode ist, sie braucht Strom. Jetzt ist es aber so, dass ich bei fast allen Sachen, die ich inzwischen mache, immer in irgendeiner Form Strom dabei haben muss, weil ich ja fast immer noch eine Kamera dabei habe oder zumindest eine Taschenlampe oder sonst irgendwie. Und es inzwischen wohl da auch Lösungen gibt, die sich halt eben per USB-Kabel von einer Powerbank nachladen lassen. Und das Strom hat man sowieso dabei. Problem damit gelöst wäre, auch bei längeren Touren, habe ich meine Solar-Ladeanlage auch dabei und auch dann ist das Stromproblem zumindest in einem Maßstab, wie es von einem Wasserdesinfizierer gebraucht wird, überhaupt gar kein Thema und das wäre dann also auch langfristig und autark quasi gelöst, der Stromverbrauch. Natürlich ist auch eine UV-Wasserentkeimung nicht problemlos immer möglich und hat auch Nachteile. Jede Wasserentkeimungsmethode hat Nachteile. Alle, ausnahmslos. Aber ich glaube, das passt besser zu mir, beziehungsweise würde mir besser gefallen und meiner Art und Weise, mit meiner Ausrüstung umzugehen, einfach besser entsprechend. Weil abgesehen davon, dass die Batterie von diesem Ding leer sein kann, braucht er sonst keine Wartung. Oder... beziehungsweise alternativ, das werde ich auf jeden Fall auch machen, werde ich zurückkehren zu den guten alten Wasserentkeimungstabletten. Die habe ich früher benutzt, bin da eigentlich immer gut mit gefahren, war nie ein Problem. Schmeckt halt nicht so super lecker, wenn man da mal welche reingeschmissen hat, aber wenn du die brauchst, dann benutze die auch nur, wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass die auch notwendig sind.
Und dann kann ich auch in Kauf nehmen, dass das Wasser ein bisschen chlorisch schmeckt. Es gibt Antichlorgeschmackmittel, was man danach noch hinterherkippen kann, wenn man da wirklich im größeren Maßstab mit chemischen Wassereinkeimungen auf Chlorbasis arbeitet, ist das durchaus eine Option. Oder man kriegt auch den Chlorgeschmack relativ gut unterdrückt, beziehungsweise schmeckt ihn nicht mehr so stark raus, wenn man irgendwas anderes, was Geschmack hat, ins Wasser dann reinkippt. Ich habe für diesen Zweck immer so Multivitamin-Brausetabletten dabei. Einfach damit mein Wasser nachher schmeckt. Ich bin da, was dies angeht, ja leider ein wenig verwöhntes Kind und habe da demzufolge so ein paar Bedürfnisse. Und es ist in diesem Fall ganz praktisch, weil die Chlorbrühe halt echt nicht lecker ist und dann kann man damit auf jeden Fall arbeiten. Ja. Gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten, was man halt eben noch alternativ zur Wasserentkeimung möglicherweise verwenden könnte. Aber das sind so die drei Dinger, die meiner Meinung nach so fürs Mitnehmen Sinn machen. Einmal eben diese UV-Entkeimung, dann irgendwelche chemischen Methoden und halt eben ein Wasserfilter, der in irgendeiner Form dünne Poren hat, wo das Wasser durchgedrückt wird und dann eben entsprechend nur Wasser auf der anderen Seite rauskommt, ohne irgendwelche anderen bösen Sachen drin. Jo, also das sind die Argumente. Weshalb mir das Ding hier nicht mehr so zusagt. Hauptargument ist wirklich, man kann nicht überprüfen, funktioniert der gerade noch oder nicht. Wie sieht es innen drin aus? Habe ich ihn zu sehr vernachlässigt? Fängt es da jetzt an zu schimmeln oder sonst was? Das kann man einfach nicht feststellen. Und ja. Ah, für die Leute, die sich nicht sicher sind, ob jetzt ihr Wasserfilter schimmelt oder nicht, man kann den auch desinfizieren. Entweder Mikropurlösung halt eben nochmal durchjagen oder irgendwas anderes, was desinfiziert. Zum Beispiel hat der Saki mal empfohlen, ist nicht meine Idee, Haushaltsbleiche. Funktioniert mit Sicherheit. Ist also definitiv sicher ein guter Tipp und kostet erheblich weniger Geld als Mikropur, insbesondere wenn man das Ding häufiger desinfizieren möchte. Aber gut, für mich hat sich jetzt sowieso erledigt. Und ich möchte jetzt nochmal betonen, dass ich niemanden, der diesen Sawyer Mini toll findet, jetzt ausreden möchte, weiter mit seinem Sawyer Mini glücklich zu sein. Aber für mich überwiegen die Nachteile jetzt dann langsam doch die Vorteile und ich werde auf irgendwas anderes zurückgreifen. Ich halte euch auf dem Laufenden, sobald ich weiß, auf welches andere ich denn jetzt nun zurückgreifen werde. Macht's gut!